Und unterstützt werde ich weiterhin von der Rock'n'Roll-Weltmeisterin Beate Wolf aus Ingolstadt. Die Quattro-Formationen erwarten uns. Der Name sagt's ja, vier Paare sind auf der Tanzfläche. Wie ist das einzuordnen? Ja, es ist choreografisch deutlich schwieriger, hier den Raum optimal auszunutzen. Und auch die Anforderung an die Paare ist etwas höher, denn die müssen da schon ganz schöne Strecken zurücklegen. Und los geht's mit einer netten choreografischen Idee des polnischen Teams Megadance, Zielona Gora, sehr moderne Rap-Musik der Polen. Ist das der neue Trend, Beate? Das ist möglich. Ich finde es auch ganz schöne Abwechslung, mal was Fetziges, Junges zu hören. Doppelsalto als akrobatischer Höhepunkt, gute tänzerische Ideen, flott getanzt. Ist der Doppelsalto, der am Anfang gezeigt wurde, überhaupt in der Wertung, obwohl es vorher war? Nein, der ist nicht in der Wertung. Zu einem Zehntel ist der Ein- und Ausgang der Formationen in der Wertung. Da zählt das dann mit dazu, aber es ist wirklich sehr, sehr gering. Und jetzt schauen wir uns das Programm der Polen an. Sehr gute Höhe hier beim Zirkussalto. Auch die Spannung der Damen in der Luft sehr schön kontrolliert und wirklich gekonnt. Doppelsalto rückwärts, wieder aus dem Zirkussalto geschmissen. Diesmal aber voll in der Wertung. Einfach nur aus dem Einsteigen eine halbe Drehung, ist zwar A-Klassenniveau, aber ein bisschen einfallslos. Dafür hier aber die Schulterkugel ganz selten zu sehen, im Formationstanz auch ganz schwierig, die Synchron zu zeigen. Ja, die haben wirklich unglaublich vorgelegt. Die Polen, Megadance, Zielona Gora, flott getanzt, akrobatische Höhepunkt, die Beate erwähnt hat. Also wirklich vom Feinsten, da müssen die nun folgenden Formationen schon kräftig zulangen.